Hallo, heute gibt es mal wieder ein Raubzugvideo von mir. Und zwar war ich vorgestern bei Bipa und gestern mit der Kathi in der SCS. Das ist eine ganz, 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 ganz fette Shopping Mall am Rande von Wien. Und das ist so toll dort. Und da sind wir gestern hingefahren, weil wir draufgekommen sind, dass es dort einen Mac Store gibt. Und ja, beginnen wir mal mit meinem Bipa-Raubzug vor 2 Tagen. Aber Bipa, sie hat die Parfums um 30% verbilligt, was ich ziemlich toll fand, weil da habe ich mir gleich 2 Parfums gekauft, die bei mir schon leer waren. Zum einen dieses Christina Aguilera Parfum, das riecht ganz einfach ganz, ganz toll. Zum anderen dieses Bruno Panani Pure Woman Parfum. Was ist das? Da habe ich meine Packung, ist ja immer mega geil. Und das war bei mir auch schon leer, also habe ich es mir auch nachgekauft. Und dann habe ich mir noch gekauft, was ich schon lange haben wollte, dieses Naomi Campbell Eau de Toilette. Das ist dieses normale, dieses goldene. Und das finde ich auch ganz, ganz toll. Das wollte ich schon so lange haben, aber jetzt war es um 30% verbilligt. Das war ich mir diese 3 Düfte gekauft. Und ja, dann war ich gestern eben in der SCS mit der Kathi. Und das erste, was wir gleich mal gesehen haben, Mac Store. Und da sind wir auch direkt reingegangen. Und ja, da habe ich mir auch 3 Sachen gekauft. Also zum einen habe ich gekauft aus der neuen LE diesen Nagellack, der ist so rosa silber, schaut der in der Packung aus. Und ich habe mir den noch gleich auf den Nägel aufgetragen dann. Und ich war so begeistert, wie ich mit dem Auftragen von der Hand fertig war. Also von der zweiten Hand war die erste Hand schon trocken. Also er hat gekostet 12 Euro. Und ja, bis jetzt bin ich richtig zufrieden damit. Und 12 Euro finde ich jetzt mal gar nicht so arg viel für ein Mac-Produkt. Und ja, ich habe das auch gleich aufgetragen. Die Farbe ist wunderschön, wie ihr vielleicht sehen könnt. Und sie ist auch so, so schnell getrocknet. Und ja, wundert euch nicht, wenn ich so braun bin überall auf die Hände und so. Das ist von der Haarfarbe, weil ich die nämlich letztens ohne Handschuhe runtergewaschen habe. Und deshalb ist da jetzt alles braun auf meinen Händen. Also nicht denken, ich habe mich nicht gewaschen oder so. Auf jeden Fall, dieser Nagellack, das ist wirklich empfehlenswert. Wenn ihr noch bekommt, holt euch den. Der wird so schnell trocken, ist so wunderschön. Und ja. Ja, dann habe ich mir noch gekauft diesen Lidschatten von MAC. Der ist auch aus der neuen LE. Und der sieht so aus. Also das hier ist das Lila. Das hier ist das Silber und das hier ist das Silber über den Lila. Das sind auch ganz, ganz tolle Farben. Also das Silber alleine würde ich jetzt nicht benutzen, aber in Kombination mit dem Lila ist das wirklich schön. Und das Lila ist einfach so eine tolle Farbe, dass ich mir den auch gekauft habe. Wenn man bei MAC Sachen überlegt man ja 3, 4, 5 Mal, ob man sie sich kauft, weil sie wirklich teuer sind. Aber ich finde den auch wirklich toll. Und dann habe ich noch gekauft, was ich schon lange haben wollte, dieses Pigment in diesem Rosa. Ich weiß nicht, ob ich die Farbe hier jetzt finde. Oh ja, A87 Kitschmes. Und das ist so, so toll. Ich zeige euch die mal. Das auch schon, wenn sie offen ist. Ich meine, das ist wirklich ein Traum. Da ist so ein Schutz oben und dann. Seht ihr das? Das ist doch echt hammer, hammer geil, oder? Wow. Echt wow. Okay. Und dann, das war's auch schon mit den MAC-Sachen, haben wir noch in der Body Shop. Und das war ja auch wieder so toll. Da habe ich mir nämlich auch was aus der neuen LE gekauft, aus der Weihnachts-LE. Nämlich dieses Schimmerpuder hier. Und ich fand es einfach so toll, dass ich es haben musste. Ich meine, es hat 22 Euro gekostet, das ist echt viel. Aber ich denke, man kommt dafür auch lange, lange damit aus. Das sieht innen so aus. Ich kann euch das mal schnell ein bisschen swatchen, aber ihr werdet es nicht viel sehen. Das schimmert ganz einfach Vollgas und es ist so wunderschön. Und das Tolle daran ist, es ist Staubzucker, Puderzucker und man kann ihn essen. Die hat es nämlich im Geschäft kosten lassen und das schmeckt wirklich wie Zucker. Das ist echt Hammer. Und ich denke, es war zu teuer. Es hat 22 Euro gekostet, aber man kommt sicher ewig damit aus, weil da ist auch ziemlich viel drinnen. Und ja. Dann habe ich mir noch gekauft, dieses Lip Balm. Da habe ich nämlich das Blaue davon geschenkt bekommen von der lieben Tammy Fairy. Und ich fand das Rote auch ganz toll. Ich kann euch das mal zeigen, wie das innen aussieht. Und das schmeckt auch total gut und so. Und ja, habe ich mir das auch gekauft. Ich mag das sehr, sehr gerne. Dann habe ich mir noch gekauft aus der Weihnachts-LE dieses Lipgloss. Das ist so ganz, 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 ganz schimmrig und weiß und sowas kann man immer gebrauchen. Also ich liebe diese durchsichtigen, glitzernden Lipglosser, deshalb habe ich mit denen geholt. Weil den aus der Moonlight Allee finde ich irgendwie nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, wo ich den angebracht habe, aber er ist weg. Ich hoffe, er taucht wieder auf. Und auf alle Fälle habe ich mir den hier gekauft. Das ist auch ganz, ganz toll, schmeckt auch gut. Und dann habe ich mir noch gekauft, wieder mal, dieses Muskatnuss Vanille High Glimmer Body Glaze. Das habe ich zwar schon, aber es ist schon halb leer, also es ist circa schon da, weil ich es so oft benutzt habe. Und jetzt wollte ich es gar nicht mehr benutzen, weil ich die ganze Zeit Angst hatte, dass es leer geht und ich es dann nicht mehr bekomme. Und deshalb habe ich es mir jetzt nochmal geholt, weil ich will es ja auch benutzen können. Und nicht die ganze Zeit Angst, dass es leer geht. Jetzt habe ich mir ein zweites davon geholt, weil ich es wirklich so, so, so toll finde. Das schimmert man im ganzen Körper so schön gold und wow, es sieht so, so toll aus. Jetzt habe ich mir das nochmal geholt. Und der absolute Hammer war dann, dass ich diese Body Butter gratis dazu bekommen habe, weil ich einen Einkauf von 40 Euro hatte, also überschritten hatte. Und dann bekommt man jetzt diese Body Butter in Himbeere gratis dazu. Und die sieht so aus.
und die riecht auch so toll. Ich habe mich heute schon damit eingeschmiert, es hat mich so glücklich gemacht. Die riecht nach diesen Himbeerfruchtzwergen oder wie das heißt. Ja, Himbeerfruchtzwergen und Himbeerjoghurt und so, so toll. Ich kann euch die echt ins Herz legen. Also wenn ihr mal zu dem Body Shop kommt, dann kauft euch eben das um 40 Euro, wenn ihr was braucht. Und dann bekommt ihr die auch gleich gratis dazu. Das ist wirklich sehr, sehr toll. Finde ich wirklich toll von der Body Shop. Und ja, was ich euch noch sagen wollte, ich habe gerade, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, auf den Augen dieses Pigment von MAC, was ich euch vorher gezeigt habe, drauf. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das seht, weil ich sehe ja nicht, was ich filme. Also ich hoffe, ihr seht das. Und auf den Lippen habe ich diesen Lipgloss von der Body Shop. Oben, der ist auch so toll. Ich gebe ihn nochmal drauf, dass ihr das besser sehen könnt. Weil es wirklich so toll und das Pigment ist auch so toll. Die ganzen Sachen sind so, so, so toll. Und dann habe ich mir noch Schuhe gekauft. Zwei Paar Stiefeln bei Deichmann. Und zwar zum einen diese hier. Diese Stiefel. Ich hoffe, ihr könnt jetzt sehen. Und dann noch diese Stiefel hier. Ich fand die beide so toll, dass ich mir die beide gekauft habe, weil ich habe nur mehr zwei Paar Stiefel und das eine sind Converse-Stiefel und die trage ich nicht mehr, weil ich Converse nicht mehr mag. Und die anderen, das sind so volle, ich weiß nicht, die sehen einfach nur so schön aus, sozusagen die Hose drüber hängt, aber alles oberhalb der Hose sieht so bescheuert aus. Und ich wollte jetzt auch mal Stiefel haben, wo ich die Hose eben reinstrecken kann, die ich auch zum Port gehen und so anziehen kann, zu röcken. Das habe ich mir diese beiden Paare gekauft. Und ja, ich bin so glücklich mit den ganzen neuen Sachen, vor allem mit den MAC-Sachen, den Bodyshop-Sachen, die Schuhe, oh, mit allem. Und ja, ich bin einfach so glücklich. Und die Parfums riechen auch so toll. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem ein bisschen eigenartigen Umständen gefallen. Und ich hoffe auch, ich kann die anderen Videos bald hochladen von der LR-Bestellung und so, weil die war wirklich so toll. Und ich hoffe, ich kann euch das noch hochladen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Tschüss!